im Jahr 2012 schockierte die Todesmeldung von Dirk Bach. Am 1. Oktober wurde er in einem Hotel in Berlin tot aufgefunden. Kurz darauf wurde die Todesursache bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, hatte Dirk Bach Herzprobleme, die zu seinem Ableben geführt haben sollen. So sei der TV-Star wahrscheinlich an Herzversagen verstorben. Medikamente gegen Bluthochdruck und Herzinsuffizienz sowie Cholesterinsenker sollen sich in seiner Wohnung befunden haben. Demnach waren Bach seine Herzprobleme vor seinem Tod bekannt. Dass der Dschungelcamp-Moderator mit nur 51 Jahren von uns ging, war für Kollegen und Weggefährten besonders tragisch. Zunächst war es für viele unvorstellbar, den Moderator in seiner Paradeshow »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« zu ersetzen. Schlussendlich übernahm Daniel Hartwig den Job an der Seite von Sonja Zietlow und wurde zu einem würdigen Nachfolger. Inzwischen wurde er von Jan Köppen abgelöst.